Das Ei, das Ei, das Ei. Das Ei des Kolumbus. Kann ich das denn vielleicht einfach hier in die Hundehütte legen? Gut, gut. Schaut mal, was Tante Mary hier für euch hat. Oh, oh, oh. Was holen Sie tatsächlich nach dem Ei? Ja, cool. Huhn in der Hühnerfalle. Ah, und das kann ich jetzt mitnehmen. Ha, hab ich dich. Was? Hässliches Huhn mit Muttergefühlen. Okay, so, jetzt habe ich das Huhn. Kann ich denn jetzt die Federn da dran klatschen? Gute Idee, aber so direkt dran kleben? Das würde nicht gut halten. Keine Ahnung. Hundegeschirr? Ich sollte erst das Hundegeschirr zum Hühnergeschirr umfunktionieren. Ah, das Hundegeschirr zum Hühnergeschirr. Ich habe einen beachtlichen Federschmuck gebastelt. Ah, jetzt? Huhn? Jetzt sieht es doch prächtig aus. Hihi, okay. Und da ist unser nymphomanischer Hahn. Was? Flottes Huhn. Versuchen wir das mal. So, du Biest, dann schau mal, was ich hier Hübsches für dich habe. Sehr gut, Mary. Ich gehe mal vor. Bin gespannt, was uns erwartet. Gott, das arme Huhn. Das ist voll auf der Flucht jetzt. Schläft hier alles rum. Und der Hahn als hinterher. Na, viel Vergnügen euch beiden. So, ich guck mal, dass ich jetzt hier hochkomme. Nein, wie geil da. Mach hier voll die Jagd. So, hier hoch möchte ich gern. So, jetzt bin ich schon mal auf dem Dach. Da sind noch unnütze Hühner. Okay. Was habe ich hier noch? Das Sportfischgerät. Komme ich denn hier noch weiter? Ja. So, dann wollen wir mal da rein. Ein Moment noch. Dieses alte Spielzeug lasse ich lieber hier. Oh, ein gemütlicher Ort. Das war wohl mal der Krankenraum des Theaters. Ein lauschiges kleines Plätzchen. Er erinnert mich ein wenig an zu Hause. An mein ehemaliges Zimmer. Hey, wir könnten ihn doch als Kommandobrücke nutzen und von hier aus unsere nächsten Schritte planen. Dann musst du auch nicht mehr auf der Straße schlafen. Eigentlich will ich gar nicht an zu Hause erinnert werden. Ich glaube, das Ganze war eine dumme Idee. Lass uns wieder gehen. Augenblick mal, Süßwasserpirat. Zuerst heulst du mir stundenlang die Ohren voll wegen deiner Schwester und dass wir sie unbedingt finden müssen? Und jetzt willst du einfach so abhauen, ohne ein Wort der Erklärung? Du verstehst das alles nicht. Ich bin schuld am Tod meiner Schwester. Beim heiligen Dudelsack. Ich habe meine Familie zerstört. Mit dieser Last auf meinen Schultern konnte ich nicht weiter bei meinen Eltern leben. Also habe ich mich für ein Leben auf der Straße entschieden. Verstehst du jetzt? Ich verdiene, dass alles so ist, wie es ist. Jetzt hör mal gut zu, Landratte. Ich erkläre das jetzt nochmal, damit auch dein kleines, in Selbstmitleid versunkenes Köpfchen mitkommt. Der Geist deiner Schwester hat dich gerufen. Sie braucht Hilfe und sie will sie von dir. Oder um es anders auszudrücken, wenn du das hier jetzt auch noch vermuckst, dann gibt es wirklich keine Hoffnung mehr für dich. Also, Kopf hoch. Gemeinsam können wir das schaffen. Kapitän Oscar ist an deiner Seite. Und William ebenfalls. Ja, leider. Wahrscheinlich hast du recht. Na also, und jetzt lass uns erstmal die Tür da drüben aufmachen und das Orakel aufsuchen. Das wird uns sicher weiterhelfen können. In Ordnung. Und eigentlich finde ich das Zimmer gar nicht so übel. Wir werden es als Ausgangspunkt für unsere nächsten Schritte nehmen. Ein guter Entschluss. Und Oscar? Ja? Danke. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich meine, niemand, der erst so kurz meiner Crew angehört. Sie sehen gut aus, Ethan. Weil ich mir neue Kleider angezogen habe. Ihre neuen Kleider sehen aus wie Ihre alten Kleider. Ich mag den Stil. Und wo ist die Kiste? Die Kiste? Naja, irgendwo werden Sie den Kopf des Mädchens schon reingepackt haben, richtig? Also, ich war diesem Mädchen auf der Spur. Bloß auf der Spur? Professor, glauben Sie mir, sie war allein.
Und sie saß bereits in der Falle. Und sie ist trotzdem entwischt? Also auf einmal, da hat etwas meine Axt gepackt. Aber ich konnte nicht sehen. Und ich wurde in die Luft geschleudert. Und das hat Ihnen so viel Angst gemacht, dass Sie die Kleidung wechseln mussten. Wie eklig. So ganz war das nicht. Sie sind wirklich für gar nichts zu gebrauchen, Ethan. Was schlussfolgern Sie aus dieser Begegnung? Schlussfolgern? Naja, ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Ethan, wenn man eine Stubenfliege mit einem Tischbein kreuzen würde, hätte das bemitleidenswerte Resultat noch mehr Vorstellungskraft als Sie. Wonach suchen wir denn die ganze Zeit, na? Geister. Sie meinen, ein Geist hat mich? Ist der Penny endlich gefallen? Ich sagte doch, dass Sie mir früher oder später glauben würden. Bleiben Sie an dem Mädchen dran. Es scheint Geister geradezu anzuziehen. Ich brauche die Energie dieser Geister, bevor es für mich zu spät ist. Ich bin so kurz davor, das Rätsel der Seelenübertragung zu lösen. Aber ich brauche mehr Tests, mehr Energie. Liefern Sie mir diese Energie, Ethan. Verfolgen Sie das Mädchen weiter und finden Sie heraus, ob es noch andere Quellen gibt, wo wir unsere Schnapper mit Geistern füllen können. Natürlich, Professor Ashcroft. Seelenübertragung. Das hört sich ja schon fast nach Unsterblichkeit an. So, was haben wir denn hier? Schwert eines Schwertschluckers und einstecken. Ist aber nur eine Requisite. Scharf ist es nicht. Ach, schade eigentlich. Oh, hier haben wir ja alle. Hallo, haben wir hier einiges. Keine gute Sache, wenn man an das Wetter in London denkt. Uiuiui, hier können wir einiges gucken. Übungswerkzeug für Schwertschlucker-Anfänger. Die Puppe ist umgefallen. Jo, was war hier? Feder des Sofas? Jetzt kann man sich wieder gefahrlos hinsetzen. Wieso hat sie eigentlich eben hier dieses schöne Sportfischgerät nicht mitgenommen? Da habe ich doch noch gar nichts mitgemacht. Okay, da ist William. Hier ist noch eine Schranktür. Oh, übermäßig große Spritze. Für die wohl eigentlich benutzt wird? Muss man ja nicht alles wissen. Nein, das muss man nicht. So, noch was? Nein, dann zu. Alles ordentlich zurücklassen irgendwie, ne? So, hier war die Puppe, Schublade. Okay, dann lassen wir hier weg. Was haben wir hier? Eine volle Bettpfanne. Was da wohl für eine Flüssigkeit drin ist? Nein, das wollen wir nicht wissen. Nein, nein. Defibrillator. Ich glaube, ich habe ihn aufgeladen. Geladener Defibrillator. Ja, super. Und was sollen wir jetzt damit? Jo. Oskar, was sagst du denn dazu? Komplizierte Lage. Wieso? Wir müssen nur irgendwie runter zur Bühne und nach dem Orakel suchen. Ja, aber wie? Warum nochmal nehmen wir nicht die Tür? Ach ja, okay, warum nehmen wir nicht einfach die Tür? Wir fragen William nochmal. Ich finde es ja ganz gemütlich. Bist du schon weitergekommen? Ich arbeite daran. Ja gut, dann versuchen wir es einfach mit der Tür, ne? Wusste ich's doch. Die Tür ist natürlich verschlossen. Ja, sehen, war ja klar. Ich etwas durch das Schlüsselloch erkennen kann. Aber natürlich, der Schlüssel steckt von der anderen Seite. Ja, das war ja fast klar. Schlüsselloch, Ausgang. Und der Schlüssel steckt von der anderen Seite. Kann ich den da irgendwie rauskopeln? Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Nein. Mit dem Schwert? Ich brauche etwas Schmaleres. Okay, die Spritze, die ist ja übermäßig groß. Wohl noch etwas. Wie, da fehlt was? Was soll denn da fehlen? Feder? Spritze? Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Ja. Geladener Defibrillator. Was macht denn so das ein Gerät Ding? Ist immer noch aufgeladen. Ja, das ist schön. Und was macht der so generell, meine ich? Kann ich damit denn jetzt irgendwas aufladen oder so? Ich sollte vorsichtig mit dem Schwert sein. Das nicht. Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Mit dieser alten, übergroßen Spritze kann man zwar einen schönen Strahl erzeugen, aber der hilft mir hier nicht. Vielleicht kann ich das so eklige Zeug hier aus der Bettpfanne damit...
So, nun ist die Spritze voll mit Wasser? Ich möchte nicht genauer darüber nachdenken. Jetzt habe ich eine gefüllte Spritze. Mhm. Kann ich damit jetzt vielleicht den Schlüssel hier so rausschießen? Wo ist da, was ich meine? Hey, ich habe den Schlüssel aus dem Schloss geschossen. Nur, wie komme ich jetzt dran? Ja, wie komme ich jetzt dran? William ist doch so stark. Kann der die Tür denn nicht einfach hier aufdingsen? Die Tür ist verschlossen. Ja, deswegen. Tür nicht bewegen. Da war noch kein Toter dran. Ach, richtig. Du könntest jemanden mit der Tür töten. Dann könnte ich sie bewegen. Das ist nicht dein Ernst. Muss ja nur was Kleines sein. Ein Hundebaby oder so. Nein! Wie du meinst. Okay. Ja. Mist. Kann ich denn das, aha, extrem auffälliger Türspalt. Ja, das war ja fast klar, dass sowas passiert, aber... Hier hilft mir die Feder nicht weiter. Ach, Mino. Das Schwert? Gute Idee. Der Schlüssel ist aber zu weit weg für das Schwert. Ich muss einen anderen Weg finden, um ihn durch den Türspalt zu bekommen. Das Schwert mit der Feder? Passt. Ich habe eine Spule gebaut. Eine Spule? Improvisierte Spule? Das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Eine Spule hilft hier nicht. Nee, sag ich ja. Aber hier vielleicht. Das Gerät ist immer noch aufgeladen. Schon nicht schlecht, aber ich sollte die Spule erst an einer geeigneten Stelle platzieren und dann schauen, wie ich sie unter Strom setzen kann. Frag ich nicht. Die Spule an einer geeigneten Stelle platzieren und dann unter Strom setzen. Bei ihm? Eine Spule hilft hier nicht. Vielleicht bei dieser Puppe? Jetzt habe ich aber gleich alles durch. Ein Schwertschlucker Naturtalent. Die Spule passt perfekt. Zweckentfremdete Schwertschluckerpuppe. Was soll ich denn damit jetzt machen? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn die Spule ihrer Aufgabe nachkommt. Ja, super. Und nun? Improvisierte Spule in der Puppe. Sie scheint perfekt zu passen. Ja, das weiß ich. Hilft mir Oskar hier vielleicht? Irgendwie scheint nichts Besonderes mit mir zu passieren. Nein, Oskar hilft mir nicht. William? Aber der kann ja nur Todes anpassen. Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. Aber ich kann doch jetzt hier gar nichts mehr mitnehmen. Was soll ich denn jetzt hier noch tun? Ich sollte etwas anderes versuchen. Ja, aber was? Ich sollte etwas anderes versuchen. Ich nehme mal die Lampe hier zur Hilfe an. Wie kann ich die Tür auf... Wie kann ich etwas magnetisch machen? Wie kann ich etwas magnetisch machen? Wir brauchen Strom und so etwas wie eine Spule. Das habe ich. Aber wie übertrage ich den Strom, ohne mir selbst zu schaden? Das kann nur ein Spezialist. Ein echter Fachmann. Ein kleines Genie. Also ich meine mich natürlich. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Dann mal los. Kann ich denn Oskar hier mit dem geladenen Defibrillator verwenden? Oskar? Das ist aber nichts für Leichtmatrosen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, was ein Defibrillator war, ne? Das war zur Wiederbelebung gedacht, man sieht. So, Oskar ist jetzt hier total aufgeladen. Ja, lach nicht. Tot ernst hier. Geht das denn jetzt irgendwie hier? Oskar? Ich frag mich, was das werden soll.
ist der Schlüssel. Brrr, endlich hat die Kitzelei aufgehört. Das sollte Magnetismus sein. Ach so, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Okay, dann machen wir jetzt mal hier, hoffe ich, doch die Tür auf. Ha, perfekt. Hinter diesem riesigen eisernen Vorhang ist die Bühne. Das Orakel. Dahinter hat's eine Menge Leute erwischt. Ich könnte den Vorhang mit Leichtigkeit hochheben. Mach dich lieber nützlich, Riesenbaby. So. Hebel. Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück. Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück. Bewegliche Scheinwerfer? Das hilft mir leider nicht. Ja, hätte ja sein können. William, was sagst du denn dazu? Bist du schon weitergekommen? Komm ich hier hinten schon hin? Mal schauen. Oh, ja. Was haben wir denn hier? Auffällig platzierter Kronleuchter. Okay. Der wird mit Sicherheit irgendwann runterkrachen. Das sieht ja schon so einladend aus. So, was haben wir hier? Treppe zur Bühne, beweglicher Scheinwerfer. So komme ich nicht weiter.